Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in Minecraft Box. Oh Gott, ich wäre fast wieder runtergefallen. Leute, diese Welt hasst mich, ne? Ich weiß nicht, wer die anderen Folgen alles gesehen hat. Auf jeden Fall angucken, Leute. Ich verlinke euch die Playlist in der hier oben rechts da. Also ich kann nicht nach oben rechts, Leute. Wisst ihr, wie traurig das ist? So, auf jeden Fall, ich verlinke die euch oben rechts, Leute. Und zwar hatte ich vor, heute wieder ein bisschen erkunden zu gehen, ein paar Diamanten zu suchen, damit wir vielleicht auch mal irgendwann eine volle Diamantrüstung haben, Leute. Und einfach ein bisschen erkunden und währenddessen etwas mit euch besprechen, denn Leute, ihr seid wahnsinnig. So, ja, und zwar haben wir gestern die 200 Abonnenten erreicht. Wir sind jetzt, glaube ich, 205 nach dem Stand, wo ich war. Und Leute, wirklich erstmal vielen Dank dafür. Eigentlich insgeheim, ich hatte euch ja angekündigt, dass ich besondere Art von Special als 200 Abonnenten Special machen möchte, Leute. Ein Song, ne? Und ich kann gar nicht singen, das ist das Problem. Aber wenn ihr wollt, mache ich das gerne, ne? Dann mache ich oben rechts eine Abstimmung, ob ihr das wollt. Und wenn ihr es wollt, Leute, was für eine Art Song wollt ihr da haben? Wollt ihr eher ein Diss-Track oder wollt ihr wie sagt man das? Ich hatte den Namen eben noch, dass ich einen anderen Song umschreibe quasi. Leute, mir ist das entfallen. Wie das heißt, Leute, bitte schlag mich nicht dafür, ja? Oder wollt ihr eher einen ganz eigenständigen Song? Sowas, was es wirklich noch gar nicht gab. Also, das sollt ihr bitte entscheiden. Das verlinke ich euch. Leute, was laber ich schon wieder? Entschuldigt mich, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, das meine ich jetzt wirklich ernst. Deswegen, hier ist einfach nichts. Da erstmal vielen, vielen Dank für die 200. Wie gesagt, stimmt oben rechts ab, was ihr für eine Art Song haben wollt, ob ihr überhaupt einen Song haben wollt oder ob ihr vielleicht sogar bessere Ideen habt, was ich machen kann, als 200 Abonnenten-Special, wie ich euch vielleicht sogar einbinden kann oder sowas. Also wenn ihr Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Das würde mich mega freuen, wenn dann die ein oder andere Idee noch kommt. Was ist das? Leute. Was ist das? Ich weiß nicht, ob das eigentlich hier sein sollte. Leute? War das schon immer hier? Warte, erstmal hier den Diamanten nehmen. So, hier sind Schafe und Kühe. Das ist natürlich cool. Was ist hier? Hier sind Hühner. Und hier sind Villager drin. Die haben Sag mal, wie eng lebt ihr denn hier? Aber die traden. Das ist cool. Eine dunkle Lederhose. Okay. Was wollt ihr denn immer alles so? Okay. Ihr verkauft ja alles das gleiche. Oh, ein Fischer. Cool. Aber ich brauche keine Smaragde, ist das Problem. Naja, auf jeden Fall. Warte. Hieraus können wir uns doch Farbstoff machen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch geschlagen habe. Leute, wir können Farbstoff machen. Nice. Ja, warte, wo war ich denn geblieben? Ach ja, bei dem 200 Abonnenten-Special, Leute. Also, wenn ihr da Ideen habt, schreibt es mir super gern in die Kommentare. Die andere Sache, die ich ansprechen wollte, das auch als Dankeschön sein soll, oder vielmehr, weil ihr euch das auch so ein bisschen gewünscht habt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zwar kennt ihr ja, hoffentlich alle, wenn ihr es nicht kennt, ich verlinke euch oben mal das Video. Oh, verdammt. Wo ich mein eigenes T-Shirt für die Gamescom gemacht habe, beziehungsweise bekommen habe. Und zwar kam da der Wunsch auch hoch, selber dieses T-Shirt zu besitzen. Das habe ich mitbekommen. Ich will euch hier eigentlich nicht allein lassen. Die Schafe haben wir eine. Wir brauchen unbedingt eine Schere. Leute, wir holen uns jetzt gerade mal Eisen und machen uns dann eine Schere. Es kam der Wunsch halt hoch, dass
manche von euch auch dieses T-Shirt bekommen. So, allerdings ist es halt so. Es ist ja so, ich habe erst 205 Abonnenten, was natürlich auch schon eine Menge ist, aber ich finde noch relativ wenig für im Gegensatz zu großen YouTubern, Leute, ne? Im Gegensatz zu denen ist es halt wenig. So, für mich ist es natürlich eine Menge. So, und es kam halt der Wunsch hoch, dass manche von euch auch dieses T-Shirt bekommen. So, allerdings weiß ich nicht, ob sich dafür lohnen würde, extra einen eigenen Shop aufzumachen. Denn die Idee kam bei mir hoch, dass ich das mache und ich dann dieses Design anbiete, Leute. Nur ist die Frage, wer von euch würde sich das wirklich holen? Wenn das jetzt nur ein einziger will, dann lohnt sich das nicht, Leute. Und ich mach's auch nicht, weil ich irgendwie ganz geldgeil bin oder sowas. Nein, ich mache es auf euren Wunsch hin. Also kommt mir jetzt bitte nicht mit den Kommentaren, hey, du hast jetzt 200 Abonnenten, das lohnt sich doch gar nicht. Leute, ich möchte das für euch nachmachen, nicht für mich. Und mit jedem T-Shirt, was ihr dort kauft, sponsort ihr mich natürlich auch ein bisschen. Das heißt, das Geld, was dort kommt, wird in meine Ausrüstung eigentlich gesteckt. Dazu gehört dann, dass ich mir jetzt demnächst eine neue Grafikkarte und sowas hole, damit die Videos für euch auch besser und schöner werden, Leute. Das heißt, alles, was ich mache, ist eigentlich für euch. Das he heißt, das T-Shirt, das ist auf eurem Wunsch hin erstanden. Ja, und das Geld, was ihr dafür bezahlt, das finde ich jetzt persönlich, hat auch eine mega Qualität. Ich habe das jetzt schon fünfmal gewaschen, dieses T-Shirt. Und ich hasse diese Welt, ne? Und es ist wirklich noch gar nicht abgenutzt, wirklich. Es ist immer noch die Anfangsqualität. Und also die ist wirklich mega gut. Und ihr könnt natürlich nicht nur T-Shirts damit holen dann, sondern auch viele weitere Dinge. Aber beschreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch das so überhaupt holen würdet, weil wenn sich wirklich jetzt einer holen möchte, dann lohnt sich das nicht. Und wie gesagt, Leute, ich mach's nicht fürs Geld, sondern ich mach's für euch. Ich möchte, dass ihr das versteht und mir da auch jetzt nicht irgendwie kommt, hey, bist du irgendwie doof oder sowas, Leute. Das möchte ich nicht. So, ja, das war halt das eine Thema. Das war das zweite Thema. So, ich bin komplett durcheinander, was ich heute alles machen wollte, Leute. Dann, was anderes, auch zu den T-Shirts eigentlich. Und zwar ist es ja so, wenn ich so ein Shirt machen möchte oder so einen Shop, dann möchte ich jetzt nicht nur dieses eine Design, was ich euch hoffentlich, denke ich, dran ist, euch einzublenden, anbieten möchte. Nee, ich möchte euch nicht nur dieses eine anbieten, weil das einfach etwas wenig, finde ich, wäre. Und ihr dann nicht wirklich Auswahl habt, wenn ihr das jetzt nicht so gut findet. Ich persönlich mag es mega, ist ja auch mein Kanallogo unter anderem drin und wollte ich aber auch noch ein anderes Design machen. Nun habe ich allerdings das Problem, ich bin nicht gerade der Beste am Computerdesign und sowas. Und da ist die Frage, gibt es vielleicht Leute unter euch, die zeichnen am Computer können und designen können und sowas? Weil wenn ja, schreibt es mir super gerne in die Kommentare, dann setze ich euch mega gerne mit euch zusammen und guck mal nach, was ist da, was wir da so machen könnten. Habe ich eigentlich Essen? Ich habe gar kein Essen, Leute. Ja, was wir da machen könnten, was ihr dann, ihr selber, wenn ihr Designer seid, kriegt natürlich auch irgendeinen Vorteil daraus, ne? Das möchte ich auf jeden Fall nicht, dass ihr da designt und dann gar nichts dafür bekommt, außer ihr wollt wirklich nicht. Dann würde ich demjenigen, der mir da hilft, natürlich auch ja, irgendwas geben wollen. Was ist dann noch nicht klar, ob er vielleicht Rabatt in dem Shop oder so dann bekommen möchte. Aber das liegt bei euch, wenn ich wirklich diesen Shop mache, wenn ihr das wirklich wollt. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr sowas wollt oder halt nicht. Das liegt ganz bei euch, Leute. Ich mache das nicht nur für mich. Natürlich habe ich dann auch meine Vorteile draus. Mit dem Geld kann ich dann neue Sachen für den PC und sowas holen. Aber in erster Linie geht es wirklich um euch. Und ich finde jetzt gerade das Häuschen nicht mehr. Das ist schlecht. Das war doch hier irgendwo. Ja, also es geht wirklich da in erster Linie um euch. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Designer seid, schreibt es in die Kommentare. Ich setze mich dann mit euch zusammen. Dann können wir mal gucken, was wir da zu instande bringen können.
Ja, das war das. Also, Dankeschön für die 200 Abonnenten. Dafür möchte ich mich natürlich herzlich bedanken. Was ihr für eine Art Abonnenten-Special dafür haben wollt, schreibt es in die Kommentare, Leute. Ob ihr wirklich einen Song wollt oder wirklich was anderes, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich bin offen für alles. Deswegen ab in die Kommentare damit. Ich lese sie mir durch. Und ja, also. Was wollte ich noch sagen? Wir haben die Sache mit dem Shop jetzt geklärt und dem Design. Wenn ihr auch Designvorschläge habt und einen YouTube-Kanal oder sowas habt, schreibt es in die Kommentare, dass ihr irgendwie ein Video dazu gemacht habt, wo ihr eure Ideen präsentiert. Oder beispielsweise auf Instagram oder Twitter, da bin ich auch aktiv. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da irgendwas gemacht habt. Also Twitter und Instagram habe ich auch einen Account, den verlinke ich euch. Auf Instagram heiße ich alles natürlich kleingeschrieben, Let's Play unterstrich Planet. Und auf Twitter findet ihr mich unter @lpplanet oder ihr gebt eine ganz normale Let's Play Planet ein. Ich habe euch natürlich die Sachen auch verlinkt. Ich packe die auch nochmal in die Beschreibung. Die muss ich sowieso ein bisschen updaten. Und Leute, das waren die Themen, die ich mit euch ansprechen wollte. Vielen, vielen Dank für die 200 Abonnenten, wie gesagt. Und jetzt suche ich jetzt nochmal. Ich find die Wolle nicht mehr, ne? Also die Schafe, das ist schlecht. Leute, ich habe gerade ein kleines Problem. Ich suche das jetzt noch, Leute. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge werden. Ja, ich habe wieder nichts zum Brennen, ne? Das ist schlecht. Meine Sticks. Warte, kann ich mir aus. Ah, ich kann mir schon mal Schuhe machen. So. Habe ich wirklich nichts zu essen? Ah, ich kann mir ein Brot machen, Leute. Machen Fortschritte. Ah, wir hätten uns auch eine Brustplatte machen können. Super. Ich bin stolz auf mich. Ich habe nichts zum Brennen. So, das sollte reichen für zwei. Ja, also Leute, ihr habt jetzt gehört, was ihr in die Kommentare schreiben sollt und für Ideen und sowas. Ich bin auch selber ein bisschen noch verwirrt über alles, was hier irgendwie passiert. Es ist noch so früh eigentlich für mich. Ja, so, das war's dann. Auch mit den Sachen, die ich euch sagen wollte, nochmal vielen, 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 vielen. Vielen Dank für alles, was wir bis jetzt durchgemacht haben. Vielen Dank für euren Support, den ihr im Moment auch wieder zeigt. Es freut mich mega. Ja, und außerdem, ich frage jetzt mal so, weil es mich wieder interessiert hat, auch demnächst wieder vor, ob ihr wieder einen Livestream sehen wollt. Weil 100% von euch hatten sowieso beim Livestream gesagt, ich würde gerne noch einen haben. Natürlich mache ich das auch, aber jetzt frage ich euch hier auch nochmal, mach auch nochmal eine Abstimmung, Leute. Das ist der Tag der Abstimmung. Ich hasse mich. Es ist der Tag der Abstimmung heute, Leute. Den feiern wir, yay! Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal an euch. Stimmt, vergesst nicht abzustimmen, einen Kommentar zu schreiben zu allem, was ich gesagt habe. Und Leute, jetzt suchen wir wieder dieses Häuschen. Wie kommt überhaupt dieses Häuschen hin? Ich bin mir sicher, wir waren doch schon mal erkunden und haben das nicht gesehen. Wie konnten wir dieses Haus übersehen? Leute, guckt euch nochmal die alten Folgen an von Minecraft Box. Und schreibt mal in die Kommentare, ob dieses Haus schon vorher da war. Okay, ich gehe jetzt mal runter. So, außerdem, Leute, was ich ganz vergessen habe. Und zwar kommt ja bald die 1.14 von Minecraft raus, worauf ich auch megamäßig gespannt bin. Und da ist die Frage, hättet ihr auf Nachfolger Bock, weil dann würde ich das in der 1.14 machen. Und darauf hätte ich nämlich total Lust, auf so einen Nachfolger davon. Denn ich habe da schon so ein paar Ideen und ich hab richtig Lust, da einen Nachfolger von zu machen, weil mir hat Aquacraft mega Spaß gemacht, dann auch wieder ein bisschen mit Toasterhut und sowas da Quatsch zu machen und so. Das fand ich ganz lustig immer. Also wenn ihr da auch Lust drauf habt, schreibt es in die Kommentare und das mache ich dann auf jeden Fall. Nachfolger von Aquacraft, das heißt Leute, er wird kommen, weil im Moment gibt es ja kein Aquacraft mehr. Und dann gucken wir mal, was uns in der 1.14 so alles erwartet. So, jetzt habe ich ein bisschen Wolle. Dann können wir auch nach Hause gehen. So, ne?
Hoppala, ich bin runtergefallen, Leute. Das ist die effizienteste Art, nach Hause zu kommen. Deswegen. Seid mir nicht böse, dass ich mich ständig töte. Aber die Welt hasst mich wirklich. So, ich glaube. Oh mein Gott, wir haben hellgraue Wolle. Das ist etwas, was wir brauchten. Leute, ich glaube, bald könnte sogar Box zu Ende gehen. Das ist natürlich schade. Oh, wir brauchen doch gar keinen hellgrauen Farbstoff mehr. Hatten wir nicht noch eine Blume? Ah, hier. Boom, hellblau. Orange. Habe ich gerade hellblau geopfert? Nein. Das darf nicht sein. Leute. Nein. Wir haben gerade orange geopfert. Wir hätten doch so oder so orange bekommen. Verdammt. Nein, wie ärgerlich. Oh nee. Gelb haben wir. Och, das ärgert mich jetzt, Leute. Ohne Spaß. Ich bin gerade so verärgert, das glaubt ihr gar nicht. Wie kann denn sowas passieren? Oh nein, ich bin so doof, Leute. Okay, aber das war's jetzt auch mit diesem Video. Denkt daran, in die Kommentare zu schreiben. So, jetzt muss ich selber wieder gerade nachdenken. Was ihr für eine Art von Special haben wollt. Und ob ihr einen Song haben wollt oder was anderes. Was das für ein Song werden soll. Ob das parodiert. Das Wort hat mir gefehlt. Ob es ein parodierter Song sein soll. Ob es ein Diss-Track gegen irgendwen sein soll. Und wenn es ein Diss-Track sein soll, gegen wen der vielleicht sogar sein soll. Oder ob es ein ganz eigenständiger Song sein soll. Oder jegliche andere Art von Ideen, die ihr da noch so habt, ne? So, dann schreibt in die Kommentare wegen dem Shop, ob ich einen aufmachen soll. Dann würde ich den so Mitte November schon eröffnen wollen. Dann könnt ihr euch auch zu Weihnachten gerne davon was wünschen und so. Das wäre halt dann ganz gut. Dann müsst ihr selber vielleicht kein Geld ausgeben. Dann macht das der Weihnachtsmann für euch, ne? Oder das Christkind, keine Ahnung, woran ihr da glaubt. Ja, okay, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Also, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch wirklich ein Design von mir kaufen würdet. Ein T-Shirt oder jegliche andere Art von Design von mir. Schreibt es in die Kommentare, was ihr da für Ideen habt. Ne, auch was es für ein Design sein könnte, ladet es auf YouTube hoch, auf Instagram oder so, wenn ihr Ideen für ein Design habt, keine Ahnung, zu Revival vielleicht was, oder was ihr gerne für ein Design noch hättet, und ob ihr euch das holen würdet, wie gesagt, ob es einen Designer unter euch gibt, mit dem ich mich zusammensetzen kann, also meld dich gerne, wenn du da bist, ja, und, ja, folgt mir natürlich auch auf Twitter und Instagram. Ich verlinke euch natürlich die beiden Sachen nochmal. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Leute, ich bin viel zu schnell. So, stopp. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich einen planetarischen, ne? Würde mich mega freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt doch auch den Abo-Button. Es tut mir sehr leid für die verpeilte Folge heute und die etwas seltsame Folge heute. Ich habe heute nur gelabert und habe mich selbst verwirrt auch. Und ja, Leute, das war's dann von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal zu einer hoffentlich nicht so verwirrten Folge. Bis dann!